Wir sind heute bei der FDP-Spitzenkandidatin Katja Suding. Sie hat uns versprochen, den Fragebogen direkt wieder auszuhändigen. Und jetzt sind wir mal in die Landesgeschäftsstelle gefahren und werden uns mal angucken, was sie denn so aufgeschrieben hat. Dazu werden wir einen kleinen Rundgang. So sieht es aus. Und jetzt gehen wir in die Heiligen Hallen. Betriebsamkeit, guten Tag. Guten Tag. Hallo. Und da ist sie. Hallo. Hallo, Herr Petersen. Hallo, grüß Sie. Und herzlich den willkommen. Fragebogen? Den habe ich ausgefüllt. Super. Hier sind die 10 Fragen für Sie. Klasse. Super. Vielen lieben Dank. Gerne. Gab es irgendetwas, eine Frage, die besonders schwer war? Ja, ich konnte mich tatsächlich nicht entscheiden, welche Persönlichkeit ich denn gerne mal treffen möchte. Es gibt ja so viele. Ich habe mich dann für Varis Dhiri entschieden. Ah ja, das ist interessant. Wie sieht denn bei Ihnen jetzt die nächste Zeit aus? Was wird denn so in den nächsten 4 bis 6 Wochen anstehen? Ja, Wahlkampf wird anstehen. Also viele Gespräche mit Bürgern an den Infoständen, in Unternehmen, in Betrieben, überall. Wir haben auch ein paar große Veranstaltungen. Guido Westerwelle kommt uns noch besuchen am 17. Februar, kurz vor der Wahl. Silvana Koch-Marien wird noch da sein am 10. Februar. Christian Lindner ist noch da am 6. Februar. Dann haben wir noch einen Parteitag, auf dem wir unseren Wahlaufruf beschließen werden. Das machen wir am 13. Februar, Sonntag. Oh, ja. Das sieht aber nach einem sehr straffen Programm aus. Wie lange schlafen Sie im Moment, so während des Wahlkampfs? Ja, auch mehr als ein paar Stunden sind es nicht mehr im Moment. Aha, okay. Dann wollen wir Sie auch gar nicht länger aufhalten. Das war's soweit. Wir werden uns den Fragebogen anschauen.